Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wie man sieht, ich bin gerade mit Simone unterwegs. Und wer den letzten Vlog gesehen hat, der hat auch gesehen, dass ich und Simone Corona hatten. Stefan zum Glück nicht. Nee. Und ich wollte gerade schon fast aus Reflex, weil man das immer so sagt, so leider nicht. Ach so, also, ja. Aber das wünsche ich niemandem. Zum Glück nicht, genau. Nee, ja, wir sind gerade auf dem Weg, uns frei zu testen. Wir haben heute schon, ich habe zwei... wie geht das? Selbsttests gemacht und sie auch. Ich auch, ja. Die waren alle negativ und ja, jetzt gehen wir gerade zum Testzentrum hin und ja, versuchen uns frei zu testen. Ich glaube, es geht sogar, weil als wir die positiven Corona-Tests gemacht haben, also die Selbsttests, die waren auch sofort mit zwei Strichen, also und auch hintereinander. Wir haben ja wirklich zwei gemacht und zwei davon waren positiv. Und so war es jetzt auch mit dem Test heute, die waren halt nur negativ. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir euch dann gleich updaten, aber zuerst geht's los mit dem Vlog. So, ja, wir haben uns jetzt so einen Schnelltest gemacht und müssen jetzt 15 Minuten warten, bis wir eine E-Mail geschickt bekommen. Und ja, wenn das jetzt positiv ist, müssen wir nochmal einen PCR machen. Wenn es negativ ist, was wir hoffen, dann ja, sind wir somit befreit. Und genau, du kannst morgen wieder in die Schule und ich kann morgen wieder zur Arbeit gehen. Ja, und wie war es bei dir mit dem Test? John amüsiert sich schon, weil ich war zuerst dran, er konnte mich beobachten und das war irgendwie, also ja, vielleicht sind die Schleimhäute vom Schnupfen irgendwie gereizt oder so. Es war einmal sehr unangenehm und dann bin ich wohl zusammengezuckt irgendwie. Aber nichts, was man nicht aushalten kann, oder? Ja. Bei mir war es ganz in Ordnung. So, ich habe jetzt eine E-Mail geschickt bekommen, wo ich jetzt herausfinden kann, ob ich nun Corona habe oder nicht. So, muss ich eben noch einen PIN eingeben, um die Seite öffnen zu können, den ich auf dem Zettel habe. So, sind wir mal gespannt und ich habe einen negativen Test. So. Dann ist ja alles gut. Jetzt kann ich endlich wieder raus und in die Schule. Ja, die Sonne scheint, man strahlt, man freut sich über das schöne Wetter. Und auch die anderen beiden freuen sich hier über ihre Ergebnisse und strahlen wie die Honigkuchenpferde. Ein was? Ein Honigkuchenpferd? Da sind sie wieder, diese Alltagsweisheiten oder Sprüche, die wir von früher kennen, was die Jugend von heute nicht mehr kennt. Mir ist gerade was runtergefallen, um das es jetzt nämlich gehen soll. Und zwar sprachen Stefan und ich gerade darüber, dass Corona jetzt bei John und mir, es war irgendwie mehr wie eine Erkältung irgendwie, jetzt gar nicht irgendwie bedrohlich oder richtig schlimm. Aber ich habe die ganze Zeit bemängelt, dass meine Geschmacksnerven irgendwie anders sind. Also wir haben immer scharfe Sachen gegessen, damit ich überhaupt ein bisschen was schmecke, aber es war gar nicht so. Und wir haben gerade ein paar scharfe Nachos gegessen und auch die waren nicht scharf. John lacht gerade. Ja, weil sie ist immer die, die zu Sachen sagt, immer wenn es was zu essen gibt, Vorsicht, scharf. Dabei ist es null scharf. Also das ergibt irgendwie wenig Sinn, was du da sagst. Ich sage das nur, ich kann scharf vertragen. Ich sage das nur in Ankündigung für euch, dass ihr wisst, wie scharf das Essen ist. So, und ich habe mir jetzt schon Milch bereitgestellt. Ich habe hier Brot. Ich kann dazu nur sagen, dass Corona wohl doch tiefgreifendere Schäden verursacht, als wir bisher alle gedacht hatten. Denn im Hirn. Ich glaube, es wirkt auch aufs Hirn, denn sonst würde Simone sowas ja niemals machen. Letztes Mal hat sie einen kleinen Bissen gemacht und sie will nun tatsächlich
Wie willst du essen? Ganzen Chip? Nein, das habe ich nie gesagt. Du hast den ganzen Chip, hast du gesagt. Habe ich nie gesagt. Nein, nein, das wurde mir im Mund gelegt. Wir haben ja noch so eine Packung hier übrig und ich habe ja schon mal mich dran gewagt, weil hier außer mir sich keiner getraut hat. Also John ist raus, der darf das noch gar nicht essen, aber Stefan hat sich auch nicht wirklich getraut. Und ich denke mal, wie gesagt, also diese Schärfe irgendwie, die ich gar nicht gerade schmecke oder nicht wirklich wahrnehme, den Geschmack. Jetzt wäre es mal interessant, ob die noch genauso scharf sind wie vor ein paar Wochen, als ich das gemacht habe. Ja, dann würde ich mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, anfangen. Naja, es kostet trotzdem erstmal wieder Überwindung, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Alleine schon dieses, ja, letzte Worte habe ich nicht. Dieses Tamtam mit den Handschuhen anziehen da immer, das macht mir immer schon so ein bisschen Angst. Und ich finde, die hätten auch zwei Handschuhe reintun können. Wie gesagt, also einer von euch muss vielleicht gleich schnell sein. Wenn ich noch Milch trinken möchte, dann muss mir die einer, glaube ich, schon gleich schnell eingießen. Das, ich hole schon den Eimer. Das kannst du selber vorher alles machen. Ja gut. Sicherlich hätte ich es auch probieren können, diesen Chip, aber ich weiß, dass mir scharfe Sachen wirklich Schwierigkeiten bereiten. Ich bin da ziemlich empfindlich, obwohl ich scharfe Sachen auch sehr gerne esse, bis zu einem gewissen Grad hin. Aber diese Chips, wo es nur darauf ankommt, null Geschmack, also Chipsgeschmack, ja, und dann nur diese Schärfe, da muss ich nicht mitmachen. Da muss man auch eine gewisse Altersschlauheit oder Altersweisheit an den Tag legen, dass man gewisse Sachen einfach nicht mehr macht. Und das, muss ich sagen, da bin ich raus. Ja. Und die Schlauheit hat Simone eben noch nicht, aber sie wird sie aber gleich bekommen wahrscheinlich. Hast du nicht gerade eben gesagt, nicht so viel reden ran? Ja, los, dann geht's. Ja, aber da ich ja noch nicht so alt bin wie Stefan, kann ich diese Weisheit ja auch noch nicht so ganz mit dem Löffel gefressen haben wie er vielleicht. Also, ja, also los geht's jetzt erstmal. So sieht der Kollege aus. Ich bin echt gespannt. Ich traue mich jetzt auch schon wieder nicht. Schön bei 25 Grad. Ich mache auch nur einen kleinen Haps erstmal und guck. Wie gesagt, ich weiß ja, wie scharf das blöde Ding war. Aber ja, trau dich. Mach einen richtig großen Happen daraus. Nee, das mache ich bestimmt nicht. Los. Ist schon scharf, ja. Also, doch kein... Ist scharf auf der Zunge, ja. Doch kein Corona mehr. Also keine Corona. Jetzt warte erstmal ab, wie sich das entwickelt. Vielleicht könnte ich ja noch ein zweites Mal abbeißen. Ja, los. Komm her. Wenn, dann jetzt. Na. Los. Ja, mal schlimmer. Also auf der Zungenspitze ist es schlimm. Ja. Im Rachen und so noch gar nicht. Dann darf ich schon was trinken? Wie hättest du denn geschafft, als ihr das letztens gemacht habt, Stefan? Ich habe gar nichts davon gegessen. Ja, dann brauchst du nicht so großmäulig zu sein. Nee, ja, ich esse jetzt gar nichts mehr davon. Oh. Nee, danke schön. Es reicht. Kannst ausmachen. Also, wir halten mal kurz fest. Corona. Was ist denn da los? Ja, weiß ich auch gerade nicht. Aber letztes Mal musste ich immer aufstoßen, das habe ich gar nicht. Mir kamen die Tränen in ihren Augen. Das habe ich jetzt auch nicht wirklich. Kommen jetzt etwa schon mehr auf die Wände von der Sonne? Also, wir halten jetzt mal fest. Ganz nebenbei gesagt, Corona verursacht eben doch so eine gewisse Lähmung der Geschmacksnerven. Aber ja, eben doch nicht so, dass man sich alles erlauben kann, wie Simone eben dachte. Also, doch. Es war wieder mal ein... Ich glaube, letztes Mal war es schlimmer. Es war ein... Ja, dann noch ein bisschen. Komm her. Zeig den Leuten was. Wie? Ja, doch. Das haben wir alle schon gesehen. Wir müssen zwei Bissen haben. Aber wie gesagt, ich habe letztes Mal aufgestoßen, was mir peinlich war vor der Kamera. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Dann los. War nicht schlimm. Ja, dann. Ja, war schon besser, sehr gut. Ja, ich muss das auch ernst auch mitfilmen. Darf man nicht verpassen. Hast du eine coole Mutter, ne? Naja. Aber es ist wirklich, glaube ich, warte mal. Ohne Milch geht es jetzt nicht, aber ich glaube, wenn ihr das andere Video anschaut, da ging es mir schlimmer. Dann mach Rest. Mm-mm. Also glaube ich wirklich. Ihr könnt euch alle erinnern, glaube ich.
Es ist scharf, wirklich. Wirklich scharf, aber es geht mir besser. Beim nächsten Mal kauft sie mal die Tüte, die Chips nur tütenweise wahrscheinlich. Und isst die schön ganz gemütlich beim Fernsehen gucken, ne? Vielleicht mit Schokolade überzogen, ihr wisst ja, ne? Nicht Chips, sondern lieber Schokolade. Was sagst du dazu? Schokolade mit Chips? Nein, was deine Mutter gerade so geschafft hat. Ja. Wirklich nicht schlecht. Also ich esse das jetzt nicht weiter auf, weil wir nicht mehr so viel Milch haben und ich heute nicht extra einkaufen gehen möchte, aber musst du erstmal schaffen hier, Jungs. Ja, wir haben ja ein bisschen Nachholbedarf, sag ich mal. Wir waren jetzt ja lange Tage zu Hause gewesen. Ich eingeschlossen, obwohl ich gar nicht erkrankt gewesen bin. Ja, komischerweise bist du echt gut davon gekommen. Also ja. Das muss meine gute Küche machen, dass ich immer so gut für dich sorge. Das macht auch das gute Bier. Und wir sind hier nämlich auf einem Bierfest in Bremen. Es gibt hier in Bremen seit einigen Jahren ein Bierfest. Jedes Jahr. War jetzt ein bisschen Pause gewesen wegen Corona, aber es gibt da so, ja, so einen kleinen Platz hier, der heißt hier Hillmannplatz, ist in der Nähe vom Hauptbahnhof und es gibt hier so eine kleine Meile, sag ich mal, mit vielen verschiedenen Bierständen, wo man echt mal Biere trinken kann, die man sonst gar nicht bekommt. Wir hatten hier schon ein Oberbräu Hell. Hat es auch. So sieht es aus, dass es noch nicht ganz ausgetrunken ist. Ich habe mir jetzt hier was ganz Tolles geholt von der Brauerei oder ja, Brewdog, so ein heißt Elvis Juice. Und das Bier schmeckt wirklich ein bisschen im Nachgeschmack wie ein Saft. Also ich finde es echt ganz toll. Ich habe gerade mal überlegt, früher, wo ich klein war, war man ja auch mal so im Kiosk gewesen, hat sich seine Yps-Hefte und sein Mickey Mouse-Hefte und seine Süßigkeiten gekauft. Und da gab es ja immer nur noch Pilz. Es wurde ja nur Pilz getrunken früher. Und heute haben wir so eine Biervielfalt, sag ich mal. Ist der Hammer, oder? Also ich find's auch toll. Mal gucken, was noch so kommt. Da ist besetzt. Da sitzt noch einer. Aber ja. Wir rutschen ein bisschen auf, kein Problem. Ja, natürlich. Oder so. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich war stehen geblieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Biervielfalt, die es heutzutage gibt. Ja, ich find's total super. Und ich freue mich darüber natürlich. Ja, macht Spaß. Ja. 9:10 morgens. Unterwegs sind wir schon. Wo geht's hin? In eine Escape Room. Ja, können wir uns auch mal erlauben jetzt. Wir waren ja in Quarantäne, Simone und ich, eine Woche. Und dann kann man da natürlich ein bisschen Nachholbedarf, wie nennt man das, einlegen. Genau. Man hat Nachholbedarf an Aktivitäten, irgendwas zu unternehmen, rauszukommen. Und wir sind jetzt hier noch in Bremen, in Pornlehe ist der Stadtteil, glaube ich. Sind mit dem Auto hingefahren und das ist Johns Geburtstagsgeschenk, was wir jetzt einlösen, was er bekommen hat. Dieses Mystery House. Ja. Und wir dürfen auch mit. Genau. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ja, ich habe ja schon mit meinen Arbeitskollegen, einer sehr netten Vierergruppe, vor einigen Tagen oder ja, vor 2 Wochen war es, glaube ich, einen Escape Room gemacht. Da mussten wir einen Frauenmörder entlarven und überführen und gefangen haben wir nicht. Gefangen hast die Polizei dann für uns, aber da haben wir es geschafft und ich muss mal sagen, ich wäre ohne meine Kollegen da aufgeschmissen gewesen. Ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte. Oha, ich zähle aber jetzt auf dich, dass du sowas schon mal kennst. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen uns... Wir haben, glaube ich, haben wir nicht einen Gefängnisausbruch? Ja, oder? Ja, ich glaube, Gefängniszelle, irgendwie müssen wir rauskommen. Gefängniszelle, ja? Müssen wir rauskommen, ja gut. Bin mal sehr gespannt. Das Ganze ist übrigens hinter uns. Wir haben jetzt nur, weil wir mit dem Auto gefahren sind, nicht mit der Straßenbahn wie geplant, nur ein bisschen zu früh angekommen. Ja, was schön hier. Also, ein bisschen spazieren gehen schon. Genau, der Spaziergang hier, den haben wir schon lange nicht mehr gemacht, der dich immer so erfreut. Auch da hast du bestimmt Nachholbedarf. Ja, da wir ja früh unterwegs sind, sind wir jetzt hier beim Backfachgeschäft Kergel. Wir sitzen hier schön in der Sonne. Genau, und haben uns gerade etwas gekauft, wo wir uns hoffentlich nicht einfrieren werden.
Nämlich für jeden gibt es so ein großes Campingbrötchen. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Sehr lecker, das haben wir geschenkt bekommen. Ja. Kannst du mir vielleicht auch eins geben? Ja, nimm dir eins. Und ich probiere jetzt mal. Hau rein. Mhm. Lecker. Setz das Essen, bevor du in den Knast kommst. So, die Welt hat uns wieder. Wir haben zwar ein paar Hilfen gebraucht, aber es war absolut cool gemacht, muss ich mal sagen, das Ganze. Und dann kann ich mal erzählen, was wir so erlebt haben in der letzten Stunde. Ja, also da waren, die Geschichte war zwei Knast, ich weiß gar nicht, man sagt ja nicht Nachbarn, aber der aus der Nachbarnzelle, die Zellennachbarn, die wollten zusammen ausbrechen und die hatten halt das so gemacht, dass man, dass beide halt in den Zellen sein mussten und dann musste man da so ein Loch in der Wand finden, wo man Sachen durchgegeben hat, 10.000 Schlüssel gefühlt und Zahlencodes, die man durch irgendwelche Rätsel da herausfinden musste. Und also das hat echt Spaß gemacht. Auch mit so einem Magneten, so eine Ratte musste man da aus so einem Loch rausziehen. Und ich muss mal sagen, allein schon, dass man in so einer tollen Kulisse das Ganze erlebt, hat einem so das Gefühl gegeben, dass man wirklich so ein bisschen eingesperrt gewesen ist. Ja, und ich muss mal sagen, kann man mal wieder machen. Das Ganze hat wirklich sehr Spaß gemacht und ich bin ganz ehrlich, ich dachte so, wir würden das nicht schaffen. Aber wir haben es geschafft, ich weiß gar nicht, aber es war auch sehr knapp von der Zeit, glaube ich. Also ich glaube eher, wir haben ein bisschen länger gemacht. Wirklich? Ja, es ist jetzt nämlich 10:45. Oh. Wir sind gerade mal raus. Ja, das war aber sehr nett, also da war sehr, sehr nette, wie nennt man das, Spielleiterin. Ja. Und ja, also am Ende musste man dann mit so Magneten so eine bestimmte Kombination machen. So. Und ich war die ganze Zeit so auf Zeitdruck, habe es erstmal falsch rum gemacht, dann musste ich nochmal durch die andere Seite durchklettern, weil am Ende mussten wir dann noch so eine Luke öffnen mit den ganzen Schlüsseln und Schlössern, die man da gefunden hat. Und dann konnte man da quasi da durchkrabbeln. Bin ich da zu Stefan rübergekrabbelt, er zu uns. Ja, wir waren nämlich in zwei verschiedenen Zellen. Simone und John waren in einer Zelle und ich war in der anderen Zelle gefangen. Ja, und dann mussten wir uns verständigen durch so ein Loch. Und wie gesagt, ich möchte gar nicht so viel zu viel verraten davon. Nein, genau. Das ist also, das war echt super. Und das, am Ende haben wir auch noch ein Foto. Mit dem Bild, Simone. Ja, haben wir noch ein Foto zusammen gemacht, genau. Ja, in meiner Zelle, in Zelle 2 war das Ganze. Ich fand unsere Zelle schöner. Sie hat, die hat auch gesagt, zu uns beiden, ihr beide habt das ja auch haben das gut gemacht dafür, dass wir alle drei so unerfahren sind. Von dir nicht. Ja, du hast es ja schon gemacht. Weil sie ja wusste, dass ich schon mal sowas gemacht hatte. Ich musste aber noch was sagen. Also ganz, ganz lieben Dank an die Person, die John zum Geburtstag diesen großzügigen Gutschein geschenkt hat. Und zwar so bedacht, dass wir das auch mitmachen konnten. Das war wirklich ein super Erlebnis. Ich habe mir jetzt hier so einen Flyer mitgenommen, was man noch machen kann. Man kann noch ein Testament suchen bei einer alten Omi irgendwie in der im Wohnzimmer wahrscheinlich. Ja, es gibt Organhandel auch noch. Bombenentschärfung. Ja. Warum alles so lange? Mein Arm tut schon weh von Kamera halten. Gut. Da hat Spaß gemacht. Weiter geht's am Wochenende. Oh, Mann. So, auch hier in Sache Schlachte haben wir Nachholbedarf. Wir sind also jetzt mehrere Wochen nicht mehr hier gewesen. Haben wir uns vor kurzem mal drüber unterhalten, Simone und ich. Und wir waren ganz erstaunt, dass wir es echt mal geschafft haben, ein paar Wochen nicht hier zu sein. Wie viele Wochen waren es denn? Ich weiß das nicht genau. Waren das jetzt 3 Wochen oder 4? 3? Also ist schon eine lange Zeit für uns. Ja. Eine lange Durststrecke. Richtig, ja. Ja, gut. frisch aus dem Knast. Haben uns einmal auch ein schönes Getränk verdient. Und Simone meinte eben, dass sie immer noch Adrenalin in ihren Adern spürt. Ja, also ich bin noch total aufgedreht, irgendwie noch richtig unter Strom irgendwie, weil das zum Schluss war es echt so spannend, ob wir das in der Zeit jetzt noch schaffen und so kurz davor stehen vor der Lösung. Also ja, ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen irgendwie. Es ist fast vergleichbar mit einer Achterbahnfahrt, würde ich sagen. Ich habe schon gesagt, dass es mir gefallen hat. Sehr gut. Ja. Worauf warten wir jetzt gerade? Oder besser gesagt, worauf warte ich jetzt gerade? Beantworte es selber. Ich kann nur vermuten, und zwar, dass dein Getränk kommt. Ja. Die anderen beiden haben nämlich schon was. Ich habe eben erstmal das Auto weggebracht und habe die beiden hier abgesetzt, damit sie sich noch einen guten Platz hier für uns sichern können. Denn es ist hier relativ voll. Wir waren nicht die Einzigen, die Idee gehabt haben, heute an die Schlacht zu gehen. Nö, und trotzdem haben wir wieder einen guten Platz hier gesaved. Ja, wir sitzen hier gerade und haben unser Essen bekommen.
Und bei mir gibt es Chicken Nuggets. Hier mal. Da kann man schon fast Wetten drauf abschließen, was John hier bestellt. Bei mir gibt es Putensteaks mit asiatischem Gemüse, Bratkartoffeln, ganz lecker. Und ich habe auch großen Hunger, weil das Frühstück, das Brötchen, ist ja auch schon lange, lange her. So, und ich gleiche mich auch bei John immer ein bisschen mehr an. Ich habe mir auch mal jetzt diese Chicken Nuggets bestellt. Habe ich schon öfters gehabt. Sind echt lecker. Aber ich mag es am liebsten mit dieser leckeren, das liebe ich echt, Sweet Chili Soße. Da könnte ich mich reinsetzen. Sagt man ja so, wenn man etwas besonders gerne mag. Und ich liebe die Soße echt natürlich. Und ich liebe Chicken Nuggets. Ja, wir sitzen hier gerade auf der Terrasse und genießen die Sonne. Das muss ja auch mal sein. Ich meine, bei dem herrlichen Wetter und wenn man am Wochenende Zeit hat, kann man es auch mal machen. Ich habe von Simone, die hat mir freundlicherweise ein mir bisher völlig unbekanntes Bier mitgebracht. Das heißt Ohls, ein Pilsener aus dem Norden. Und ich bin echt begeistert, schmeckt total lecker. Ja, wo ist denn Simone überhaupt, Johnny? Am Videoschneiden, also ihr Video. Und das soll ja vernünftig werden. Hier sitzt sie bei Stefan am PC. Können wir uns mal eben angucken. Ich gehe mal hoch und zeige mal, wie das so aussieht, wenn Simone ihr Video schneidet. Was machst du da? Mann, jetzt hör auf, John. Ach, blöd, Mann. So. Oh, nee. Live dabei. Was passiert hier gerade? Oh, ich darf mal hier auf diesem Chefsessel, auf diesem Ehrenplatz sitzen und mein Video schneiden. Und gebe mir größte Mühe, komme hier tierisch ins Schwitzen, weil ich das heute mal ohne meine Aufzeichnung mache und mal gucken, was ich noch davon behalten habe. Also, ja, ich hoffe, ich habe es gleich geschafft und... Ja, zeig mal was von deinem neuen Video. Oh, nee. Los. Ja, man sieht schon, John ist auch dabei. Ja, dann mach mal an. Gott sei Dank, es konnte auch gar nicht anders sein, denke ich mal. Der Schnelltest. Warum wackelt die Kamera eigentlich so? Weil ich vielleicht ein bisschen Pudding in den Armen habe und das immer nicht so halten kann. Also, ich übe mich ja und ich werde mir jetzt auch öfter mal deine Kamera ausborgen und für mich versuchen zu filmen. Ja. Du wirst überrascht sein, wenn du den guckst nachher, Stefan. Also ich habe sehr viele Schnitte am Anfang. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Für meine Verhältnisse ist das schon echt schwierig und gut. Also bist du nicht nur in der Küche und hast dann dein Handy auf Stativ gestellt? Ohne Handy diesmal. Absolut ohne Handy diesmal. Oh. Ja. So, da muss er jetzt irgendwie ein Effekt... Wo war das denn noch? Da. So, da war ja noch was. Haben wir ja schon angekündigt. Haben sie ein paar Pakete angesammelt. Und da Simone ja gerade fleißig ist, wollen wir sie auch nicht so viel stören und machen das mal eben alleine. So, Johnny, dann weich mal deines Amtes hier. Ja. Dann öffnen wir mal die Pakete. So. Das erste Paket. Hier haben wir einen Brief. Den gucke ich mir gleich hier an. Erstmal... Haben wir uns um den Inhalt des Pakets? Ist von Marcel aus Brühl. Vielen Dank, Marcel. Oh, ich sehe hier schon. Hello Pandas. Ich kenne die noch nicht von der Marke, aber ich glaube, ich weiß, was das sind. Das sind solche Kekse mit. Obwohl, kann man schon Kekse nennen? Das sind solche mit Schoko gefüllten Sachen. Zweimal. Vielen Dank. Da haben wir noch Doritos. Und ganz wichtig, Oreos. Und hier ist noch irgendwas. Ich glaube, jetzt kommt was für Stefan. Kannst du damit was anfangen? Auf jeden Fall sind das Sorten, wo ich noch nie was von gehört habe. Absolut cool. Herzlichen Dank. Also das freut mich wirklich sowas. Weil ich bin echt immer froh, wenn ich Biere probieren kann. Ich noch nie was von gehört. Wahnsinn. Vielen Dank. Ja, hier war auch noch ein Brief dabei. Kann man eben so einen kleinen Teil davon vorlesen. Der Marcel schreibt, dass er normalerweise gar nicht so ein großer Vlog-Zuschauer ist, aber er hat durch unsere Freitagpack-Videos ist auf uns gestoßen und fand unsere Videos ganz gut. Und das Bier, was ich ihm gezeigt habe, das hat er mir aus dem Urlaub mitgebracht. Er hat also aus dem Urlaub mitgeschleppt, um es zu uns zu schicken. Total nett. Er wünscht mir genussvolle Momente. Und Johnny, für dich zum Geburtstag war es noch nachträglich, das Ganze. Ach so, vielen, vielen lieben Dank dafür. Werde ich genauso genießen. Die ganzen leckeren Süßigkeiten. Das nächste Paket ist vom Daniel und das öffnen wir mal hier. Bitte.
Ah, ist auch was zum Geburtstag, wie ich hier sehe. Hier steht nämlich, lieber John, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir ein schönes Osterfest. Lass es dir gut schmecken. Grüße deinen Kumpel Daniel. Vielen Dank schon mal. So, bin ich mal gespannt. Wir hatten ja gesagt, es ist schon ein bisschen länger hier, dass die Sachen hier liegen. Deshalb auch noch Osterfest. Das ist schon ein bisschen her, nicht? So, ich sehe hier auch gerade, hier ist ein PlayStation-Spiel drin. Ich habe tatsächlich kein Gameplay davon gesehen, aber das als... Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das ist, was ich gerade meine, aber wenn das jetzt neuer ist, dann habe ich davon auf jeden Fall schon mal einen Trailer gesehen. Das sieht auch ganz gut aus. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Daniel. Und dann würde ich sagen, geht's zum nächsten Paket. Wir sind jetzt bei Simone in Stefans Zimmer. So, und hier wird das nächste Paket geöffnet. Ja, die große Ehre habe ich, hier das auszupacken. Und wir gucken mal. Zack. Uiuiui. Eieieiei. Also, was Leckeres für die Hüften. Etwas für Stefans Bier-App. Das kriegt gleich über Gewicht. Noch etwas anderes für deine American Bier-App. Cookies. Die hole ich mir auch immer ganz gerne beim Rewe, glaube ich. Und noch eins. Hilfe, das kriegt jetzt echt über Gewicht. Und da ist ein Brief. Moment. Oha, da ist aber viel zu lesen. Was nee. Das hat mehrere Seiten, der Brief. Den lesen wir gleich in Ruhe. Also, Jerry Lee, von dir ist dieses Paket. Wir sagen ganz herzlich Dankeschön für die Mühe und Kosten, die du hier gehabt hast, um uns eine Freude zu machen. Dankeschön. Danke. So, da war noch ein schönes Bild dabei und das soll der Heidepark sein. Ich kann mal kurz erklären. Hier sitzen, wie man sieht, John und Stefan. Wo ist denn aber Simone? Simone. Ah, da ist Simone. Und sie hält wahrscheinlich unsere Taschen. Das mag sein. Also jeder hat so seinen Spaß im Freizeitpark. Vielen Dank, Jerry, für dieses Bild. Und wir haben jetzt in Ruhe mal deinen Brief gelesen. Und ja, du möchtest, dass wir deinen Freund Dennis Christian ganz lieb grüßen. Das machen wir natürlich. Viele Grüße. Viele Grüße. Aber es ist eine Ausnahme. Bitte jetzt nicht alle schreiben wegen Grüßen. Das ist echt eine Ausnahme. Genau. Und er schreibt, Dennis Christian ist ziemlich krank und wird deswegen auch in der Schule ein bisschen gehänselt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wir völlig dir, bescheuert, sowas zu machen. Gute Besserung wünschen wir dir. Alles Gute und ja, also du hast einen tollen Freund, würde ich sagen, Jerry. Auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir diesem Vlog noch hier einen aus Bremer Sicht Happy End bescheren können. Ja, man kann es kaum glauben, aber heute ist Sonntag. Die Stadt ist voll, die Sonne scheint. Was ist los, Simone? Ja, also wir haben es ja schon, wir saßen auf der Terrasse und haben das ganze Gegröle schon gehört und dann hat uns natürlich nichts mehr nach zu Hause gehalten. Es sind so viele Werder-Fans gerade unterwegs. Heute ist ein entscheidendes Spiel. Das wollte ich gerade sagen, heute spielt Werder Bremen gegen Regensburg hier in Bremen und es geht, weil... Um alles geht es. Um den Aufstieg in die erste Bundesliga wieder. Das ist natürlich, für Bremen wäre es ganz, ganz wichtig, auch für die Stadt. Genau. Und darum sind wir auch mit Trikot dabei, sogar John. Ich werde natürlich wieder viele Leute sagen, da sind sie wieder, die Schönwetterfans oder die Eventfans. Ja. Denn, Johnny? Du interessierst dich sonst auch nicht so für Fußball. Ja, also natürlich, wenn Bremen aufsteigt, sowas kann man sich mal angucken. Ist nicht so, als wenn ich Fußball uninteressant finde. WM und so kann man sich auch mal geben, meiner Meinung nach. Aber ich bin kein Fußballfan. Ich muss es nicht folgen, ich muss das nicht immer gucken, ich muss das nicht spielen. Genau, also wir, bei uns ist es so, es ist ja auch, also Fußballfans, so richtig waren wir noch nie. Wir haben immer hier gerne mitgemacht, wenn hier das Zuschauen bei Werder Bremen Spaß gemacht hat. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt einen Sänger gut finde und bin davon ein Fan oder dem ich folge oder dessen Platten ich höre und der macht mal jahrelang keine gute Musik mehr, dann bin ich ja auch kein Fan mehr davon. Dann sage ich auch, na gut, früher war das besser, also heute interessiert es mich aber nicht mehr. Und so ist es bei Werder Bremen bei uns oder bei mir zumindest auch so.
In dieser Saison habe ich 2 Spiele mir angeguckt und die waren alle nicht besonders. Die haben wir teilweise vorher ausgemacht oder haben uns nachher geärgert, dass wir den schönen Tag vor dem Pferdeabbrach verbracht haben. Genau, und das ist ja, darf ich dir ins Wort fallen, das ist ja auch so, also von wegen hier schönen Wetterfans. Bei den Spielern ist es ja nicht anders. Wenn der Verein absteigt, dann sind ja auch viele Spieler nicht mehr an diesem Verein interessiert oder gebunden. Dann stimmt das Geld nicht mehr und dann gehen die ja auch weg. Und dann darf ich als Fan ja auch sagen, interessiert mich nicht, hier durch dick und dünn gehe ich nicht mit meinem Verein, das mache ich nicht. Aber ich würde es mir so wünschen, wenn das heute alles gut läuft. Wir brauchen nur ein Unentschieden, das sollte doch machbar sein. Und alle Voraussetzungen, alle sind guter Laune, das Wetter spielt mit und... Oh, es wäre so schön. Das Bier schmeckt übrigens auch. Haben wir gerade probiert, ne? Wir haben noch gar nicht. Ich habe schon. Du hast schon, na gut. Okay, so. Auf einen super tollen Tag heute. Auf ein Happy End. Ja. So, noch was zu essen geben. Passend zum Verein. Grün. Weiß und der Gegner ist ja rot. Warum ist eigentlich so ein großer roter Gegner? Weiß ich auch nicht genau. Wie man sieht, ganz Bremen in Werder-Stimmung. Immerhin hängt eine Werder-Fahne am Rathaus, was schon sehr lange her war. Ja, jeder war an Werder-Fieber, wir auch. Wir waren an unserem bestellten Tisch. Ich habe mir einen Burger bestellt und habe dabei das Spiel beobachtet. Und es war eine super Atmosphäre, weil die so gut gespielt haben. Ja, und der ganze Laden war restlos ausverkauft. Auch vor dem Restaurant waren noch Bierbänke und Biertische aufgebaut und es ging eigentlich gar nichts mehr. Es war auch schwer, Getränke zu bekommen. Ja, aber das hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Also wir waren so begeistert. Es war wirklich eine gute Idee von Stefan, im Restaurant oder im Lokal öffentlich das Spiel anzuschauen. Ihr glaubt gar nicht, wie spannend das ist und was hier los ist, obwohl wir 2-0 führen. Man kann es noch gar nicht glauben, aber wir haben es geschafft, würde ich mal sagen. Wir sind gerade in der Nachspielzeit, aber eben haben noch Kinder den Platz gestürmt. Also total super. Ich bin gespannt, was gleich in Bremen los ist. Das Spiel! So, das war ja mal wieder ein lockerer Fußballnachmittag. Naja, locker war es nicht. Also die Wochenenden ohne Fußball, die waren deutlich erholsamer, fand ich. Und jetzt mein lieber Kollege Manni wieder mal, den ich schon über 30 Jahren kenne. Ja, war super, ne? Ja, muss ich auch mal sagen. Der Laden, wo wir waren, war natürlich völlig überladen, überlastet. Aber trotzdem, wir haben immerhin das Spiel sehen können und waren halt dabei. Und wissen nun, dass Bremen wieder in der ersten Bundesliga spielen wird. Wie sie das schaffen werden, bin ich auch mal sehr gespannt. Aber auf jeden Fall ist in Bremen erstmal jetzt, glaube ich, große Party angesagt. Wir gucken mal, was wir so von der Monat sozusagen. Ich freue mich einfach, hat Spaß gemacht und vielleicht habe ich jetzt öfter Lust, Fußball zu gucken. Also macht wieder Spaß. Wie war es für dich? War sehr spannend zu gucken. Also, ich konnte irgendwie nie verstehen, warum sich jeder bei Fußball so aufregt, aber da habe ich irgendwie keine Aggression, aber das Ganze so... Ich sag ja, es war... Fußball gucken ist anstrengend. Es war stressig, 2-0 gewonnen. So, jetzt gehen wir erstmal wieder an die frische Luft, würde ich sagen. Also, Richtung Weser. In der Schlachte herrscht Ausnahmezustand, würde ich mal sagen. Wahnsinn, was hier los ist. Zuletzt habe ich sowas erlebt, so einen Sonntag mit dem schönen Wetter und
ja, und so einem Fußballwunder irgendwie, als Bremen damals Meister geworden ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt, wann das war. Oh, die beiden haben einen tollen Platz erwischt, Simone. Das ist ja super. Das sieht gut aus. Jetzt will ich noch ein frisches Bier, würde ich sagen, nicht? Das wäre toll. Ich muss erstmal loben jetzt hier meine Familie. Und das ist ein bisschen länger dauert, der Vlog heute, tut mir auch leid. Ihr habt einen tollen Platz reserviert, muss ich sagen. Ja, ich sehe gerade, es gibt noch mehrere. Wo ist denn am längsten jetzt die Sonne? Ist gut hier? Ja, hier ist gut. Ja, gut. Noch mehr Plätze. Ja, sind noch mehr Tische frei. Alles easy. Gut. So, dann wollen wir jetzt das mal feiern, das Ganze. Mit Bier, mit Spezi und für die Erwachsenen mit einem leckeren Werder-Schluck. Was war das für ein Wochenende? Also so tolle Erlebnisse und so tolle Sachen irgendwie. Also ich bin noch voller Adrenalin irgendwie von dem Mystery House gestern. Das war schon ein Highlight fürs Wochenende. Ja, und Fußball hat jetzt noch mal eins draufgesetzt, also mega. Und wenn euch das Video genauso viel Spaß gemacht hat, ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert uns gerne und schreibt einen netten Kommentar und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.